Wie bewerten Sie die Löschung der YouTube-Kanäle RT.de und der fehlende Part? Ja gut, das muss man eindeutig als eine Zensur betrachten, also als eine Aggression gegen ein Medium, das eine kritische Stimme erhebt. Und zwar eigentlich so, dass wir in Deutschland froh sein müssen, dass es diese kritische Stimme gibt und die will man ausschalten. Also zensiert man das und bringt es nicht. Das geschieht zwar von amerikanischer Seite, also YouTube gehört ja dorthin, aber das ist mit Sicherheit auch mit deutschen Stellen abgestimmt. Kurz vor der Bundestagswahl hat die deutschsprachige Presse zahlreiche Beiträge über die angebliche Bedrohung durch RT.de veröffentlicht. Sehen Sie in dieser Kampagne und der jetzigen Löschung einen Zusammenhang? Ja, das sind schon Glieder der gleichen Kette, da haben Sie recht. Wir haben eben bei uns in Deutschland leider den Zustand, dass viele dieser wichtigen Medien oder der Medien, die sich für wichtig halten und die es auch sind, dass die sehr gleichgeschaltet sind. Also nicht im Sinne dessen, wie das in der Nazizeit war, aber es hat schon eine sehr eigenartige Form angenommen. Das liegt daran, dass viele, gerade die außenpolitisch tätigen Journalisten, ganz eng an NATO und nordatlantische Organisationen und an die USA angebunden sind. Die sind Mitglied dort und sie beziehen ihre Informationen von dort. Und diese Menschen, die kann man auch mit Namen nennen. Also das ist bei der Süddeutschen Zeitung jemand und bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind es gleich zwei. Und in anderen Medien ist es genauso. Diese Menschen stimmen sich ab, beziehungsweise sie werden abgestimmt von den Kräften im Hintergrund. Und von diesen Leuten vermutlich und diesen Redaktionen ist diese Kampagne gegen RT gesteuert worden oder geführt worden. Davon muss man ausgehen. Und das ist eine Kette, wie Sie das sagen. Das hat leider mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Und ich kann das gut nachempfinden, weil wir ja von den Nachdenkseiten, deren Herausgeber ich bin, ja etwas Ähnliches machen wie RT Deutsch. Wir klären auf, wir zeigen, wo wir manipuliert werden, wir zeigen, wo Kampagnen laufen und das tut RT Deutsch eben auch. Und deshalb müsste man eigentlich sagen, wir müssen froh sein für unsere demokratische Willensbildung, dass es bei uns RT Deutsch gibt. Eigentlich müsste da ein Konsens unter vielen Demokraten in Deutschland sein. Und das hat sich ja auch gezeigt. Sie sind ja sehr gut angekommen. Es gab viele Klicks auf Ihre Seite. Und das tut den anderen, die diese Mehrheitsmeinung machen, natürlich weh. Und deshalb greifen sie auch zu solchen Mitteln wie einer Zensur. Sollte Russland Ihrer Meinung nach auf diese Entwicklung der YouTube-Sperrung in Deutschland reagieren? Das ist eine schwierige Frage. Wenn Russland jetzt zum Beispiel der Deutschen Welle in Russland das Leben schwer macht oder deutsche Korrespondenten aus Medien, die so feindselig gegenüber Russland sind, irgendwie bestraft oder ihnen auch die Arbeit unmöglich macht, dann wird man sofort bei uns sagen, schaut her, so ist dieses totalitäre Regime des Herrn Putin. Die mögen unsere demokratische Willensbildung nicht. Deshalb ist Ihre Frage sehr schwer zu beantworten. Aber die Kenner kennen sich ja vielleicht etwas besser aus, welche Möglichkeiten man hat, auch deutlich zu machen, dass Russland sich das nicht gefallen lassen will. Wird Ihrer Meinung nach der Druck auf RT.de weiter zunehmen? Ja, das wird weiter zunehmen. Die vergangenen Bundestagswahlen vom vergangenen Sonntag haben ja gezeigt, dass die Deutschen nicht alles mit sich machen lassen, dass sie aufmüpfen, dass sie nicht immer die alte Partei und diese Politik wählen. Und das hat wehgetan und deshalb wird man diejenigen, die mitverantwortlich sind für diesen demokratischen Aufbruch, lassen Sie mich das so sagen, die wird man auch weiter gängeln und behindern. Und wir haben das auch erlebt. Wir haben erlebt, dass
ich über, das, über ein Buch von mir, noch bevor es erschienen, hergezogen worden ist in der Süddeutschen Zeitung, ist bekämpft worden. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen, wie es Ihnen ergehen muss und ergeht. Also, das ist zu erwarten, aber das sollte uns eigentlich nicht daran hindern, weiterzumachen. Und Sie sollten halt probieren und schauen, welche anderen Möglichkeiten haben, die Stimme zu erheben, so wie RT Deutsch das bisher im Großen und Ganzen gemacht haben. Ich will nicht jeden Artikel oder jede Sendung und jedes Video unterschreiben, was bei Ihnen gemacht wird. Darum geht es auch nicht. Das Wichtige ist, wie das früher bei Ihnen hieß, der andere Part. Man muss auch die andere Seite sehen. Und diese Chance, die andere Seite zu sehen, hat RT Deutsch den Deutschen schon ganz gut gegeben.